Willkommen zurück bei Going Medieval. Ja, wir sind mal wieder da. Es regnet. Wir sehen im Hintergrund den einen oder anderen laufen. Der kommt hier her und der Berg wird jetzt geschliffen. Wow, und da kommt eine ganze Meute an Wölfen doch hier lang gelaufen und haben einfach mal unsere Fallen alle aktiviert. Aber alle mit Fehlfunktionen. Da hat also nicht so richtig was funktioniert in dem Moment. Tja, und an der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken für eure Kommentare. Unter anderem von Chiara. Chiara hat mir geschrieben, es liegt daran, dass die Ausrüstung schlecht ist. Dass Gibbs ständig sauer ist und sagt, Mensch, schlechte Ausrüstung. Ne? Wenn wir in die Happiness hier reingucken, hässliche Ausstattung. Ja, ich könnte es auch einfach mal lesen, da steht es ja auch. Diese Lumpen passen nicht zu mir. Tipp. Manche Siedler stört es, wenn ihre Kleidung von schlechter Qualität ist. Schneide etwas Schöneres für sie, um diesen Stimmungsmodifikator zu vermeiden. Ja. Das könnte alles so toll sein. Ich dachte immer, mit hässlicher Ausstattung ist hier sind die Betten und dergleichen gemeint. Aber ich habe es einfach nicht gelesen. Ne? Das, ja, also herzlichen Dank dafür, dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Dass das, ja, letztendlich doch eher an der Ausrüstung liegt, beziehungsweise an der Bekleidung. Und bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich hier schon mal auf den Knopf gedrückt und habe gesagt, Mensch Martin, du hast eine Fähigkeit von 24 da drin und du machst jetzt Folgendes, du machst uns neue Kleider. Ne? Ist auch gerade dran, nähen, Sommerkleider produziert er jetzt und ja, dann werden wir gleich mal sehen, wo er die überhaupt ablegt. Und ich habe natürlich auch hier drauf gedrückt und gesagt, komm, wir wollen, dass du aus anderen Gegenständen Sachen herstellst. Denn auch diesen Tipp hat mir Chiara nochmal gegeben. Also mega vielen Dank dafür. Wir wollen natürlich auch hier, dass das passiert. Wir wollen Gegenstände für Metall und wir wollen Gegenstände dafür, also für Stoff, nochmal zerlegen. Und wir haben ja noch so viel hier rumliegen, da können wir doch eine ganze Menge von nehmen. Und das mal produzieren lassen. Ja, komm. Das machen wir jetzt nicht so. Also ich könnte die anderen auch einfach, was ich mache das jetzt so. Komm, wir machen die anderen jetzt alle erstmal weg. So, und dann ist es einfacher. Dann machen wir das nämlich so. So, und da haben wir das. Prima. Kettenrüstung, Rüstung aus Leder, Schilde. Ja, das müssen wir alles noch herstellen lassen. Ja, und dann können die nämlich auch angefasst werden, die anderen Teile. Die hier auf unseren Mauern noch rumliegen. Und ja, zum Zerlegen gebracht werden. Ja, da ist jetzt nicht mehr so viel dran. Ich meine, anziehen wird das eh keiner mehr. Kann ich nicht auch einfach auf Erlauben drücken? So, erlauben, genau. Und dann mehrere von den Dingern einfach auswählen lassen. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr guter Tipp gewesen. Aber es wird uns natürlich wieder ein bisschen Zeit kosten, um das jetzt alles einzusammeln und dann zu zerlegen, wobei ja auch viel schon zerstört ist. Also, mal gucken, vielleicht können wir davon ja noch was retten und ja, da kann ich alle anderen nur animieren. Ich meine, Alex, du schreibst mir ja auch ständig, wie ich hier etwas besser machen könnte. Vielen Dank auch an der Stelle. Ja, und alle anderen, wenn ihr hier reinschaut und seht, dass ich was falsch mache, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich möchte ja auch besser werden. Ja, und hier habe ich ja gesagt, das ist... das lassen wir so. Allerdings wäre das natürlich eine Schwachstelle, ne, für einen möglichen Angreifer. Ja, und auch der liebe Bob hat mir mal wieder in die Kommentare geschrieben. Nämlich unter anderem auch, dass hier eigentlich nichts passieren dürfte, ne, wenn wir hier weiterbauen. Ja, da hat er natürlich recht, da dürfte nichts passieren, solange wir nicht anfangen, die komplette Kathedrale hier zu untermauern. Und das hatten wir ja eigentlich nicht vor. Das hatten wir ja eigentlich nicht vor.
Ich habe zumindest vor, hier noch Stützbalken reinzusetzen, sodass es dann auch überhaupt keine Zweifel daran geben wird, dass das hier fest sein wird und soll. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das einsetzen können. Ne? Planungsmodus gibt es ja leider immer noch nicht. Aber dann werden wir hier in der unter unserer kleinen Kirche natürlich noch unsere Krypta bauen. Ja, aber jetzt lassen wir die erstmal hier den Berg schleifen, damit wir hier, wie gesagt, weiterkommen. Ja, und dann bin ich schon sehr gespannt. Das ist auch gut, das Teil ist also fertig. Wir können hier also das Ding zumindest schon mal wieder abreißen. Da wird mit Sicherheit auch gleich einer kommen und dann werden wir hier nämlich eine weitere Holztreppe hinbauen, die nach oben führt und die dann natürlich den Weg hier zum Allerheiligsten ermöglicht. Ja, müssen wir nur gucken, wer denn derjenige sein wird, der das Teil da abreißt. Aha, Mabel, it is. So. Und wenn das da hingekommen ist, ja, dann wollte ich gerade sagen, dann können wir hier natürlich weitermachen. Aber das ist jetzt gerade noch nicht der Fall. Also hier brauchen wir auf jeden Fall die Verbindung. Klar, kann nicht im luftleeren Raum halten, sondern es muss natürlich verbunden werden. Ja, und dann kommt hier einer nach dem anderen und dann wird das hoffentlich funktionieren. Aber wahrscheinlich liege ich auch da falsch und wir müssen doch wieder erst andere Sachen machen. So, gucken wir mal. Also, müsste doch auch irgendwo hergestellt Textilien. Guck mal. Und bei hergestellt Kalkstein, da liegt das auch noch nicht. Muss ich jetzt einen neuen Lagerort dafür schaffen? Ich glaube, das ist eigentlich nicht der Fall. Theoretisch müsste das ja auch hier noch weiter eingelagert werden. Hier können wir auch nochmal reingucken. Material, Textilien, Lederstoff, genau. Samen wollen wir da nicht drin haben. Haben wir auch nicht. Oder haben wir noch irgendwo so ein... Warum sind jetzt hier keine fertigen Materialien? Interessant. Oder müssen wir jetzt hier irgendwie so einen Kleiderständer noch finden? Warte, ich gehe das mal durchgucken. Ob wir denn sowas haben. Oh, wir haben sogar die Schnapsdistille. Apothekertisch. Ah, guck mal, das haben wir alles noch gar nicht gebaut, ne? Rüstungsmachertisch, ja, das haben wir schon. Bogenbauertisch haben wir, Forschungstisch haben wir natürlich auch. Steinmetztisch haben wir, sogar zwei. Ach, die Eiskiste, die haben wir auch noch nicht gebaut. Der Nähplatz, den haben wir auf jeden Fall. Kalkstein, Feuerstelle, die haben wir auch. Schmiederäucherhaus, Brennofen und der Schmelzofen. Gut, da ist schon mal nichts mit dabei. Kandelaber, ja, das machen wir. Eine Truhe, die wollten wir auch noch mit reinbauen. Das machen wir dann in die neuen Unterkünfte, wenn es dann soweit ist. Backgammon-Tisch, mehr als das gibt es leider nicht. Na, also ein bisschen mehr Spiel und Spaß können die sich schon vorstellen und wünschen sie sich mit Sicherheit auch. Ja, Fallen haben wir nicht und hier haben wir auch nicht mehr. Hier könnten wir höchstens beim Standard-Lagerplatz nochmal gucken. Abfall, Kriegsführung und Lagergerät, ja. Also, sowas wie ein Kleiderständer habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Wir können mal hier unten irgendwie gucken. Aha. Stoffkapitel, ja, die sind aber, das sind die alten, das sind die schlechten. Ketzer, Krone, Chronikhaufen, Leinenstoff. Was haben wir hier noch? Da unten vielleicht noch irgendwo was hingelegt. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Johannisbeerkuchen. Und ganz viele andere Regale, wo alles eingelagert werden darf. Und hier vorne müssen wir auch nochmal reingucken. Da, Material. Hergestellt. Ja, okay, da ist das jetzt schon mal nicht drin. Bienenwachs könnten wir da zum Beispiel mit reinbringen. Und Talg. Aber die... Bekleidung habe ich jetzt hier tatsächlich nicht gesehen. Oder das fällt unter Rüstung.
Nee. Also darunter fällt es nicht. Unter Abfall fällt es natürlich auch nicht. Bücher schon gar nicht, Medizin nicht. Und Strukturen vermutlich auch nicht. Müßiggang. Schön, diverses. Banner, Kriegsführung. Tja, ich weiß es nicht, wo die hier theoretisch dafür sorgen könnten und sollten. Oh, da fällt mir auf, wir haben ja hier noch den zweiten Keller quasi gebaut. Ja, da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das denn da überhaupt noch haben wollen. Ja, aber als erstmal Lagerfläche, Halle könnten wir es auf jeden Fall nutzen. Ja, wir wollen natürlich da auch nochmal einen Boden reinlegen. So. Ja, und das habe ich ja diesmal extra so gebaut, dass da drumherum noch Platz ist. Dass hier nichts mehr einstürzt. Aber auch da muss ich mir nochmal eine bessere Idee aus den Rippen leiern, wie wir das denn am besten machen. Ich würde ja fast sagen, indem wir hier jetzt Balken reinziehen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, könnte man das so machen. Dann ist das nämlich kein Problem, wenn wir die Teile hier noch entfernen. Na, und theoretisch können wir da auch noch einen hinsetzen. Was kostet das? 15? 15 Holz, ja. Dann wäre das nämlich noch eine Option. Ja, und grundsätzlich wollte ich ja hier jetzt noch... Naja, mal gucken. Vielleicht machen wir hier so eine kleine Lagerecke noch. Wo die das ein oder andere noch dazu packen können. Ja, sollen sie mal machen. So, wie sieht das hier oben aus? An sich bereits ganz gut, aber auch hier ist noch Room for Improvement. Da kann man noch was abreißen, ich sehe das doch. Muss nur noch dieser Baum da weg und dann wird alles gut. Ja, und hier vorne müssen wir da mal gucken. Aber ich möchte ja eigentlich hier jetzt drumherum bauen. Das heißt, wir werden jetzt hier anfangen, nochmal die Außenwände zu gestalten. Wobei ich mir auch vorstellen kann, das hier einfach weiterzuführen an der Stelle. Dann ist das nämlich eine schöne gerade Flucht. Und vielleicht mache ich hier auch nochmal Mauern hin, dass man als von hier auch noch schießen kann. Ne? Alex hat mir ja geschrieben, mehr als 5 Stockwerke sollte es nicht nach oben gehen. Weil von da aus dann nicht mehr getroffen werden kann. Und das nehme ich auch einfach erstmal so. Und dann bauen wir da halt nicht höher. Was sagt doch glatt meine Stimme schon wieder hier. Das ist ja nicht zu fassen. So, warte, ich muss mal die Bäume kurz ausmachen. Aha, siehst du, das habe ich mir doch gedacht. Dass es da nämlich noch weitergeht. Und dann ist das jetzt natürlich wieder eine ganze Menge an Arbeit, die hier gerade reingesteckt werden muss. Aber die Mauern müssen wachsen. Wir können natürlich auch überlegen, ob wir das hier so auslaufen lassen, wobei ich glaube, hier vorne ist die auch noch einen Ticken höher, die Mauer. Also das sollten wir dann auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber grundsätzlich soll das ja hier weiter fortgeführt werden. Ne? Das heißt, wir wollen in jedem Fall dieses organische Bauen an der Stelle hier auf jeden Fall durchführen. Ich muss nur noch mal gucken, dass wir das hier irgendwie symmetrisch hinkriegen. Ja, sieht doch halbwegs symmetrisch aus, oder? Ja, freundlicher Besuch, eine Handelskarawane. Sehr gut. Damit kann ich leben, das wäre für mich in Ordnung. Wir können aber auch, warte, ich drücke nochmal hier auf Abbrechen. Los, geh weg.
ist denn jetzt hier? So, also. Wir können aber auch, wollte ich gerade sagen, natürlich hier noch einmal einen weitermachen. So und so und so. Und dann hätten wir hier noch so eine kleine Ausbuchtung drin. Das sieht ja auch immer ganz nett aus. Na, und auch hier müssen wir uns dann überlegen, wie wir natürlich hier weitermachen. In jedem Fall stelle ich mir vor, dass das da vielleicht so in die Richtung geht. Wobei den da unten, den machen wir nochmal weg und setzen dann lieber was anderes dahin. Etwas, was ein bisschen günstiger zu haben ist. So. Ja, und das ist natürlich eine relativ kleine Ausbuchtung hier. Ja, komm, das machen wir so. Das gönnen wir uns. Das gönnen wir uns einfach und machen auch hier nochmal so eine kleine Ausbuchtung hin. So, jetzt muss der Baum da in jedem Fall weichen. Ja, und hier werden wir das da auf jeden Fall noch abreißen. Und dann machen wir hier so eine Art von Gang nach unten auch nochmal. Und dann werden wir hier vielleicht so ein, oh, weiß ich noch nicht, irgendwas anlegen. Eine Parkanlage, hätte ich fast gesagt. Also irgendwas, was schön ist. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Na, man hat ja verschiedene Schlösser und Burgen so ein bisschen im Auge und im Blickwinkel und denkt sich dann so, ach ja. Das macht so eigentlich schon Sinn. So, und hier ist auf jeden Fall schon gebaut worden. Da fehlt jetzt aber an der Stelle das Ganze noch. Das heißt, wir kommen hier, so wie ich mir das gedacht habe, gar nicht weiter, sondern müssen, und das ist jetzt dann wieder interessant, sondern müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie noch rüberkommen und das so in der Art bauen. Okay, das würde funktionieren. Das hier oben nicht. Das ist interessant. Wartet, ne, das könnte jetzt auch daran liegen, dass ich das jetzt hier so gemacht habe, wie ich es gerade gemacht habe. Ja, komm, lass mich das auch auswählen. So, so könnte das funktionieren. An der Stelle. Und das wiederum wäre ja in Ordnung. Jetzt müsste man nur gucken, dass man hier noch irgendwie rüberkommt. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal abgerissen, ne? So, und dann kommen wir auf jeden Fall daran. Weil von hier da oben einen drüber können sie ja bauen, bin ich zumindest der Meinung. Ja, und jetzt haben wir noch unsere Karawane da. Es ist auch erst 18 Uhr. Jetzt muss ich wieder gucken, wer denn von unseren Burschen hier die Redekunst am höchsten hat. Das war Edred. Und den lassen wir doch jetzt nochmal mit Oswald schnacken. Ja, und dann genießen wir auch so ein bisschen hier die Atmospherics, wie ich immer so gerne sage. Das mache ich mal zu. Das machen wir auch mal ein bisschen kleiner hier. Und in dieses Rot getaucht sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus. So, nehmen wir die Bäume noch wieder mit dazu, dann haben wir noch mehr Atmospherics. Die sollen ja nicht fehlen.
Ja, und noch kann hier keiner rein. Das ist nämlich beim letzten Mal ja mein großes Problem gewesen, dass ich hier zugelassen habe, dass böse, böse Menschen über diese Rampe in unser Innerstes der Burg vorgedrungen sind. Und das war natürlich schlecht. Das war natürlich schlecht. So. Da haben wir das. Da haben wir das auch. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die ausgewählt habe. Irgendwie ging ich immer davon aus, dass das die stärkeren sind mit 300 Trefferpunkte. Aber die verstärkte Tür mit 500 Trefferpunkten, die ist natürlich noch deutlich besser. 10% Geschosse. 25% bei geschlossen Deckungseffekt. Geschlossen. Wieso komme ich auf Geschosse? Geschlossen. Oh Mann, ey. Geschlossen 100%. Ja, na klar, weil hier sind Lücken dazwischen. Also das ist eher was für einen Kerker und nicht für ein großes Eingangstor. Hat denn... Achso, er schläft jetzt gerade. Ich wollte gerade sagen, hat denn jetzt der Handel gerade irgendwie mal stattgefunden? Ich habe nichts gehört. Habe auch nicht gesehen, dass irgendwas aufgepoppt wäre. Ja, ein Gästehaus müssten wir noch bauen. Also das wäre natürlich, hatte ich glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, das wäre noch eine schöne Sache, wenn wir hier eine Art von Gästehaus noch hätten, was wir reinbringen können mit von mir aus einer kleinen Kneipe, Wirtshaus, whatever. In jedem Fall glaube ich, dass ich das hier abreißen werde, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe, darunter ist dann auch Gras und können wir da nämlich unsere Landwirtschaft betreiben. Und wenn ich dann irgendwann soweit bin und mit dieser Burg zufrieden bin, dann wird es ja passieren, dass wir das neue Spiel irgendwann starten mit den neuen Bewegungsmustern, mit den neuen Abläufen und dergleichen. Und da bin ich auch schon sehr, 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 sehr gespannt, wie das denn wohl laufen wird. Tja, in jedem Fall muss man, ich gucke auch nochmal ins Material ganz kurz rein, bei Rohmaterial, Zweige haben wir gar nicht mehr so viel, Holz haben wir noch eine ganze Menge, na, aber das dürfen wir hier an der Stelle halt jetzt auch nicht außer Acht lassen. Wir wollen ja noch einen oben drüber bauen, also hier ist es überhaupt kein Problem. Das sollte überhaupt kein Problem darstellen, daran zu kommen. Wobei es hier jetzt schon wieder enger wird, ne, mit dem Rankommen. Und dann müssten wir hier natürlich wieder eine Treppe dran machen und Plattformen bauen mit den Zweigen, sodass das dann noch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja, und auch hier wird das früher oder später so kommen. So, dann müssen wir auch schon mal nach Fenstern gucken. Kalksteinfenster und Kalksteinblockfenster. Natürlich nehmen wir die Blockfenster, die dann damit reingesetzt werden. Ja, und dann müssen wir auch schauen, wie wir hier jetzt insgesamt weiter fortfahren. Also ich stelle mir vor, dass hier noch ein Turm kleiner nach oben wächst und hier soll auch noch ein Turm nach oben wachsen, ein größerer in dem Fall sogar. Und dann wollen wir natürlich auch noch in die Tiefe buddeln. Ist jetzt dieser blöde Baum hier endlich weg? Nein. Beten, transportieren zum Lagerplatz. Es ist 20,9 Grad draußen. Und jetzt ist die Frage, wie bringen wir denn unsere Jungs und Mädels dazu, endlich gute und frische Klamotten anzuziehen? Wir können ja mal gucken, wer von den Burschen die schlechteste Bekleidung hat. Attribute, Statistik, Stimmung, ja. Dann wird das wohl hier irgendwo sein. Winterbekleidung. Also sie machen das ja automatisch. 13. Wir sind ja auch noch im Frühling, aber gleich kommt ja der Sommer. Ja, okay, wir warten noch, bis der Sommer da ist und dann sollen die das ablegen. Edred ist auch nicht so happy.
Ja, möchte auch gerne schönere Bekleidung haben. Ja, gut, kommt alles, kommt alles, kommt alles. Gut Ding will Weile haben, wie ich immer zu sagen pflege. Ja, und dann können wir den Platz hier natürlich auch noch mal aufbauen, neu bauen, verschönern. Ja, und jetzt sollte ich auch erstmal warten, damit weiterzubauen, weil zum Schluss ist es dann wie immer, wir warten und warten und warten und es passiert einfach nichts. Nahrung haben wir auch noch genug, ne? Roh. Ja, nee, da müssen wir mal wieder einen zur Jagd schicken. Tätigkeiten, jagen, Gewiss, ja, sehr gerne. Der kocht auch gut, aber Schütze 20, 15, 2, 12, 2. Dann nehmen wir doch Laurentia. Die fast überall eine Eins stehen hat. Aber es geht ja von links nach rechts, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann würde ich sagen, weisen wir doch noch mal ein paar von den Geschöpfen, die uns mit Nahrung versorgen, aus. Nee, die Wölfe waren es jetzt nicht. So, und dann könnte Laurentia jetzt vielleicht anfangen zu jagen. Ich gucke auch noch mal rein, wer noch gut war im Jagen. Also da hatten wir ja gerade hier Gewiss zum Beispiel. Der kann auch noch mal eine Runde jagen gehen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Fleisch. Ja, die sammeln das Zeug ein. Was ist das? Alles Lehm. Ja, Lehmhaufen noch und nöcher. Alles Zeug, was wir erstmal gar nicht so wirklich dringend brauchen. Ja, dann machen wir auch nochmal Folgendes. Wir nehmen hier. Weil mit Lehm handelt ja auch kein Schwein. Ne? Das darf man ja auch wieder nicht vergessen. So, alles entfernen. Und hier packen wir dann hin. Material, Rohmaterial, Lehm. Perfekt. Und dann kann das dahin gebracht werden. Weil auch das dürfen wir wieder nicht vergessen. So, wie sieht es bei unseren Steinen aus? Ne, nicht Rohmaterial, sondern hergestellt. Es wird langsam weniger, was die Kalksteine angeht. Ah, jetzt habe ich vergessen zu handeln. Ja, schade. Aber auch davon werden wir nicht untergehen. Die Welt wird davon nicht untergehen und wir werden nicht sterben. Erstaunlicherweise ist seit wirklich 3 oder 4 Folgen kein Angriff mehr gewesen. Ich meine, das freut mich natürlich sehr. Metallfalle, ja. Und ja, und um eine Sache werde ich trotzdem noch nicht herumkommen. Da müssen wir nämlich dann einfach nochmal ran. Lehmwand, davon haben wir eine ganze Menge. Komm, das machen wir mal auch noch mal ganz fix. Bauen wir eben hier fix die Lehmwand hin. Warum? Weil ich das jetzt endlich abreißen möchte, um unsere Tür dort einzubauen, unser Tor dort einzubauen. Im Übrigen glaube ich auch, dass es noch eine ganz schöne Geschichte wäre, wenn wir bei den Fackeln hier auch noch welche. Nee, 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 nee. Warum jetzt so rum? So. Bei den Fackeln da auch noch 2 an die Wand machen. Ja, und dann denke ich, soll es das für diese Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Natürlich eure Kommentare, wo habe ich wieder was falsch gemacht, wo kann ich was besser machen. Falls ihr kein Abo haben solltet, dann drückt auch gerne auf den Subscribe-Button und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.